der Weg zum Fortschritt der Nationen. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, der in seiner würdigen Schrift sagt, wetteifert denn miteinander um die Vergebung eures Herrn und um das Paradies. Dessen Größe gleich der Größe des Himmels und der Erde ist. Es ist für jene bereit, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld. Er gewährt sie, wem er will. Und Allah verfügt über die große Huld. Ich bezeuge, dass es keine Gutheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Nun zum Thema. Der Koran hat aus der unwissenden arabischen Nation die beste Nation für die Menschen gemacht. Allah hat den Arabern durch den Koran eine Ehre erwiesen und so haben sie die Herrschaft über die ganze Welt erlangt. Weil sie vom Koran so stark beeinflusst wurden, dass sie sich an dessen Wortlaut und Gebote halten könnten. Der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, hat seine edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, durch den Koran erzogen. Und so sind deren gläubige Persönlichkeiten in ihren besten Formen gebildet. In keiner Zeit und bei keiner Menschengruppe war der Koran so einflussreich im Verhalten der Menschen wie in dem Verhalten und den Charakterzügen der Gefährten des Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Aus dem Koran und seiner Beschreibung für diesen in allen Epochen der langen Menschheitsgeschichte beispiellosen und einzigartigen Typus können wir einige Aspekte und Eigenschaften dieser gläubigen Persönlichkeiten erfahren. Dazu gehört unter anderem Folgendes. Der Vernünftige ist derjenige, der seine Interessen gut kennt und nach deren Realisierung strebt. Als man die Heuchler dazu aufforderte, zu glauben, wie die Leute, also die Gefährten, geglaubt haben, sagten sie, sollen wir den Glauben wie die Toren glauben? Sie bezeichneten die Gefährten, möge Allah ihnen zufrieden sein, als Toren. Der Tor ist derjenige Mensch, der die eigenen Interessen nicht kennt und folglich nicht versucht, sie zu realisieren. Allah hat ihnen dann wie folgt geantwortet. Sind es denn nicht wahrhaftig, sie die Toren sind? Aber sie wissen nicht. Dies bedeutet, dass die Torheit sich nur auf die Heuchler beschränkt. Es bedeutet auch, dass die Gefährten als vernünftig zu beschreiben sind, dass sich die Vernunft sogar auf sie beschränkt. Die gläubige Persönlichkeit stiftet kein Unheil. Als man die Heuchler dazu aufforderte, mit dem Unheilstiften auf der Erde aufzuhören, sagten sie, wir sind ja einzig und allein die Ordnung schaffenden. Sie beschränkten das Schaffen von Ordnung auf sich selbst und vertreten dadurch die Wahrheit und begingen somit zwei Sünden. Das Unheilstiften auf der Erde und ihre Überzeugung, dass sie Ordnung schaffende sind, so dass ihnen die Rückkehr zur Wahrheit erschwert ist. Denn wer auf die Erde wissentlich Unheil stiftet, der ist der Abkehr näher als die Heuchler. Allah antwortet ihnen, indem er das Unheilstiften auf sie beschränkt. Sind es denn wahrhaftig nicht sie, die die Lasterhaften sind? Aber sie haben kein Gespür. Dies bedeutet, dass sich das Schaffen von Ordnung auf die Gläubigen beschränkt, und das sind die Gefährten des Propheten. Möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken und diejenigen, die ihrem Vorbild bis zum jüngsten Tag folgen. Der Glaube hat diese gläubige Persönlichkeit innerlich verbessert und darüber hinaus ist sie auch nach außen hin rechtschaffen. Sie glaubt an das Unsichtbare, verrichtet das rituelle Gebet, entrichtet die Zakat, gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und verrichtet andere gute und rechtschaffene Werke. All diese Eigenschaften machten sie zur besten Persönlichkeit auf der Erde. Allah der Erhabene sagt, ihr seid die beste Umma.
die für die Menschen hervorgebracht wurde. Er gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Sie hat sich vor Allahs Strafe geschützt, indem sie seinen Geboten folgt und das von ihm Verbotene meidet. Das zeigte sich klar bei den Gefährten des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, über die Allah, der Erhabene, sagt, und er verpflichtete sie zum Wort, der die Mut in Ehrfurcht gegenüber Allah, und sie hatten mehr Anrecht darauf und waren dessen würdig. Dem Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, genau folgen. Diese Persönlichkeit stellt sich nur auf die Seite des Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Und sie stellt sich nur auf die Seite der Gefährten des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Sie folgt ihrem Vorbild hinsichtlich ihres Folgens, ihres Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt, und wer dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Richtleitung klar geworden ist und einem anderen Weg als dem, der den Glauben verinnerlichenden folgt, den kehren wir, zu dem er sich zugekehrt hat. Und wir setzen ihr dem Hölle aus. Und sie ist ein schlimmer Bestimmungsort. Allah, der Erhabene, sagt ferner, die ersten Vorausgeeilten von den Auswanderern und den Helfenden und diejenigen, die ihnen durch Wohlverhalten folgen. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Die Vorauseilung bedeutet hier, wie einige Koran-Exegeten sagen, die Vorauseiligung hinsichtlich des Glaubens und der Befolgung von Allahs Geboten, denen, die ihnen, den Auswanderern und Helfenden, folgen, macht Allahs zur Bedingung, dass sie ihnen auf die beste Weise in ihren Worten und Taten folgen sollten und nicht auch in ihren Fehlern, denn sie sind nicht unfehlbar. Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt, und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gatten und unseren Nachkommen Augentrost und mache uns für die in Ehrfurcht gegenüber Allah Demütigen zu einem Vorbild. Das heißt, hilf uns, denjenigen vor uns zu folgen, sodass wir zum Vorbild für die anderen nach uns werden können. Allah, der Erhabene, sagt nicht in diesem Koranvers Vorbilder, also im Plural, und zwar als Hinweis darauf, dass ihr Weg derselbe und ihre Vorgehensweise dieselbe ist, so dass es in der Wirklichkeit nur ein einziges Vorbild ist. Allah, der Allmächtige und Majestätische, sagt, und dass dieser mein Weg gerade ist, so folgt ihm und folgt nicht den Pfaden, den sie trennen euch von seinem Weg. Allah, der Hocherhabene, sagt, und diejenigen, die Islamleugner sind, sagen denen, die den Glauben verinnerlichen, wenn er etwas Gutes wäre, wären sie uns damit nicht zuvor gekommen. Von allen Menschen sind die Gefährten des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, zweifellos diejenigen, die sich am schnellsten zur Güte beeilten und die jeder Güte am würdigsten sind. Deswegen sollen sich alle, die nach ihnen kommen, sie zum Vorbild nehmen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah in der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah und Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, die Tore und Zugänge des Satans sind die Charakterseigenschaften des Menschen. Und das sind recht viele. Aber wir werden nur auf die großen Tore hinweisen, denen viele Anhänger des Satans verfallen sind. Zu den größten Zugängen des Satans gehören der Zorn und die Begierden. Denn der Zorn ist der Dämon des Geistes. Und wenn der Geist schwach wird, greifen ihn die Anhänger des Satans an.
Und immer, wenn der Mensch zornig wird, macht ihn der Satan zu seinem Spielball. Zu den großen Toren des Satans gehören ebenfalls der Neid und die Gier. Die Gier macht die gierigen Menschen blind und taub. Die Tore des Satans nimmt man durch das innere Licht des Herzens wahr. Und wenn dieses durch den Neid und die Gier geschwächt wird, erkennt man die Zugänge des Satans nicht. Und dann hat der Satan seine Chance und verschönert dem Gierigen alles, was ihn zu seinen Begierden führt, auch wenn es verwerflich und ungeheuerlich ist. Was aber die Gefährlichkeit der Gier angeht, so sagte der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, zwei hungrige Wölfe in einer Herde schaffe, können keinen größeren Schaden anrichten als den, den die Gier nach Vermögen und Ansehen in der Religion des Menschen anrichten kann. Zu den großen Zugängen des Satans gehört ferner die Übersättigung, auch wenn sie durch völlig erlaubte Mittel erfolgt. Denn die Übersättigung stärkt die Begierden und diese sind die Waffen des Satans. Zu seinen großen Toren gehören auch die Hass und die fehlende Vergewisserung. Dazu sagt der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, Eile ist vom Satan und Bedenken ist von Allah, dem Erhabenen. Zu den weiteren großen Zugängen des Satans gehören der Geiz und die Furcht vor Armut, denn dies hält vom Ausgeben und Spenden zurück und führt zu übertreibender Sparsamkeit, zum Horten und letztendlich zur Qualenstrafe. O Allah, lass uns die Sicherheit in unserem Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten.